The following footage was posted by Rochelle G, who had caught something disturbing while exploring an abandoned house. The house used to belong to a happily wed couple who were known as the Evanroods. But then one night, something very tragic happened to the couple. Mr. and Mrs. Evanrood were relaxing at home when, out of nowhere, an intruder breaks in and kills them both. The couple's family was devastated upon hearing about this. They decided to not sell the house out of respect for the couple. But after a while, they decided to rent out the property. However, ich finde das ein bisschen seltsam, so diese Sache, weißt du, ein Ehepaar stirbt in ihrem Haus zusammen, ne? Aber man verkauft das Haus nicht aus Respekt zum Ehepaar? Wenn ich tot bin, dann sollte mein Haus ja verkauft werden dürfen. Wisst ihr? Dann, was bringt mir das denn? Ich lieg da ja nicht. Es ist ja nicht, ich werde da drin ermordet, liegt da tot. Die sind so, nein, aus Respekt lassen wir ihn hier liegen. Renters complained of strange occurrences, some of which are just creepy. From drastic temperature changes to seeing shadow-like figures standing outside their window, renters had enough reason to leave the place. The house has been abandoned ever since. That is until Rochelle goes inside and begins to record. She hopes to capture footage of the strange occurrences reported by tenants. But little does she know that something very unsettling would be caught on camera. Ich würde so gerne so ein Haus in der Nähe haben. Ich würde so gerne in so einem Haus mal so reingehen. Da denke ich mir, einfach ein Haunted House kaufen. What should possibly go wrong? Es wäre halt schon cool. Also ich, ganz ehrlich, wenn es sowas hier geben würde, gibt es ja teilweise in Japan, da gibt es Häuser, die spottbillig verkauft werden, weil sie angeblich verflucht sind. Boah, wäre das geil, wenn es das hier geben würde. Wäre das geil, wenn hier auch so viele Leute an Geister glauben würden. Du hättest einfach so ein richtig geiles Haus und sie würden es hier so billig anbieten, weil die sind so, da lebt halt ein Geist drin. Und ich wäre so, ja. Damn, zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal ist es halt geil, weil du kriegst das Haus günstig und ich hätte einen Geist, über den ich Videos machen kann. Das wäre so ein guter Deal. This is what she caught. Du glaubst aber nicht an Geister und deswegen wäre es für mich umso besser. Ich würde sagen, ich glaube nicht an Geister. Es gibt schon Videos und so, die wir auch geguckt haben, die ich schwierig zu erklären finde. Und falls er nervt, aggressiv masturbieren. Genau, das würde ich dann immer machen. Weißt du, der Geist geht mir irgendwann zu sehr auf den Sack und ich werde dann so, mein Freund, jetzt hörst du mir mal zu. Wenn du nicht aufhörst, weißt du ganz genau, was ich tun werde. Und dann ist der Geist so, okay. Bevor ich dir jetzt wieder beim aggressiv masturbieren zugucke und du zeigst, dass du der Dominantere von uns beiden bist, lasse ich es ein bisschen, fahre es ein bisschen herunter und dann ist alles gut. So weiß jeder direkt, wo sein Platz ist. Der Arme, wir hätten gesagt, dass das schlimm ist. Den Geist anpissen, um Dominanz zu zeigen. Das ist Rochelle. Ich finde es super, wenn ein Geist mal auf Chrissy zukäme und massiv masturbieren würde. Das ist so ein weirder Satz. Das ist so ein fucking weirder Satz. Rochelle eben. Rochelle continues to explore, but something downright creepy is caught on camera without her noticing. Be sure to pay close attention or you'll miss it. Ja gut, da war eine Hand oder so. Das habe ich auch gesehen. Aber die sieht irgendwie komisch aus, oder? Oder habe nur ich das Gefühl, dass sie so rein editiert aussieht? Irgendwie sieht die im Vergleich so scharf aus, wisst ihr? Ich kann mich aber auch täuschen. Ich kann jetzt gerade aber auch einfach ein bisschen zu viel rein interpretiert, aber sie sieht für mich relativ gefotoshoppt aus. As Rochelle pans the camera to the door,
A silhouette of what appears to be a hand can be seen in the corner. Das sieht halt so schwärzer aus als der Rest. It is only seen for about a second before quickly disappearing behind the doorway. Rochelle walks over to where the hand was spotted, but when she gets there, the space is empty. Now that's creepy. Now that's creepy. Actually creepy. Now what's even more unsettling about this is the fact that the hand appears at the spot where Miss Evinrude had been found dead. Could it be that Miss Evinrude's apparition was caught on camera? Or was something else caught instead? Perhaps this might have been a squatter who was spying on Rochelle, but given that the space where they were seen is cornered, that's for me absolute fake. That's for me absolute fake. It isn't certain as to what exactly was captured. One thing's for sure though, Rochelle doesn't plan on coming back to this place, as what was seen on footage has left her spooked. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man, dass die Hand ein bisschen rumbackt. Ja, beim Weggehen, ne? Das sieht so seltsam backend weg aus. Also ich, das war für mich, war das offensichtlich fake. Ich meine, ich kann das jetzt ein bisschen zu übergenau sehen, aber persönlich. This next video was posted on YouTube in 2010. However, the channel in which the video was uploaded has been deleted for unknown reasons. The video shows footage of an 8mm film. Now at first glance, the footage appears to be normal, but there's actually something very odd about this clip. The person who uploaded the video states that his dad had found this footage in his garage. His father states that his dad had shot this video at a secluded forest during a family trip. It was shot 40 years ago, and it was just recently that he noticed something strange in the footage. According to him, an old lady appears in the background. Yet, he is certain that no one was there at the time of this recording. Wenn das wirklich einfach nur eine alte Frau im Hintergrund ist. After all, the video was taken in a secluded forest with no one else around. Bitte sag mir jetzt nicht, dass das hier die Old Lady sein soll. Weil das nix. Wenn das hier die Old Lady sein soll, das ist ein Fleck. Das kann ein Baum sein. Das kann alle bitte nicht. Take a look at this clip and see what you think. Ach da. Das ist jetzt halt sehr, 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 ne? Quelle, trust me, Bro, da war keiner, aber weiß nicht. Sicher, wenn das echt ist und du das so erfährst, dann dankeschön, war schwer, sie zu sehen. Wenn das echt ist, dann kann ich verstehen, ne? Dass es gruselig ist für einen. Aber wenn das halt, wir können das nicht nachvollziehen. Das ist jetzt super einfach gemacht. Da kann er einfach sagen, ja, war keiner, aber... Vor allem, sie trägt einen Rock und eine Krawatte. In the background, there appears to be someone standing not too far from the family. Wie kommt man da auch drauf seem to be sagen, observing the family. Eine Old Lady. Wo ist das eine Old Lady? Das kann ja alles, das kann auch ein Typ einfach im Hemd sein, was der so steht wie auf so einem Arbeits- und Bewerbungsfoto. Das kann ja alles sein, das ist doch nicht unbedingt eine alte Dame. While standing completely still. Which makes them come off even more creepy. Because of this, the father thinks that a ghost was caught on camera instead of a person. But of course, it's not certain if that's the case. Until we know what exactly was caught on camera, the footage remains a mystery. Had a ghost been caught on tape? Or was something else caught instead? Ich meine, das Video gibt einen gruseligen Vibe, weil es so alt ist. Hat so ein bisschen sinister. Ist es Sinister, den Film, den ich meine? Sinister? Genau, gibt mir so ein bisschen Sinister-Vibes, wisst ihr? Sinister übrigens, mega geiler Horrorfilm. Sinister 1, Sinister 2 reden wir nicht drüber. Aber Sinister 1, mega geiler Horrorfilm und diese Videos sind halt unfassbar nice. Boah, Horrorfilme sind cool. The following video doesn't have much info, but like with most videos, this one speaks for itself. The video starts off with two employees who appear to be working late at night. One of them, who's named Curtis, states that the building at which they work is haunted. Lots of strange occurrences have taken place inside this building, but it's the second floor where most activity occurs. As Curtis talks to his coworker, a strange noise is heard on the second floor.
Knowing that one of them would eventually have to check out the noise, Curtis volunteers to go upstairs. But, as soon as he arrives, he seems to regret the fact that he chose to go alone. It isn't clear why Curtis brought a camera with him, but it might be that he wanted to capture footage of something paranormal, considering that the building is said to be haunted. As Curtis walks around the floor, he captures this. Flirtet ganz schön mit der Kamera. So hätte ich mein Video machen müssen aus dem Hotel. Aber die ganze Zeit in die Kamera gucken. Klassische. Hubi, weil die mehr lange. Klassische schwarze Schattengestalt. Jetzt ist sie weg, lass mich raten. Ja. It appears that Curtis has caught someone or something hiding inside one of the rooms. Wie gesagt, das ist jetzt im Video, wenn du es erlebst, ist es fucking gruselig. It wasn't until later that he noticed the dark figure when looking back at the footage. Wenn du es nicht erlebst, ist es halt auch nicht gruselig. What makes this even more creepy is that whatever this was had vanished before Curtis walked inside to check the room. Just like viewers, Curtis has no idea as to who or what this could have been. Now this wasn't the only thing that was caught on camera. Curtis had caught something else without even noticing. Early in the video, as he passes by a door, there appears to be another figure hiding from Curtis. Ich finde halt so ein bisschen komisch das Ganze. Nee, so, das Video an sich ist gut. Es habe ich kein Problem. Ist ganz gutes normales Geistervideo, wie wir sie schon tausendmal gesehen haben. Aber was ich bei dieser Sache halt finde, ist, es ist seltsam, warum Curtis das genau filmt. Wurde das gesagt? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Weil ansonsten Curtis filmt da einfach zufällig und zufälligerweise sieht er da Geister. Das ist für mich, ne, ein bisschen komisch. Aber klar, wenn das echt ist und du filmst das aus Versehen, ist das für dich fucking gruselig. Could this have been the same figure from before? Or was it just a piece of furniture? It's unclear as to what this might have been, but because this place is believed to be haunted. Ich hätte das Video im Hintergrund nicht, das Monster im Hintergrund nicht sehen können, weil ich einfach nur so auf seine Augen fixiert war. Haunted. It might be something else. But of course, feel free to share what you think. What exactly had Curtis caught on camera? If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. Maria Flores had posted the following video and states that the footage isn't hers. Das ganze Problem ist, Menschen sind aufmerksamkeitsgeil und wollen Klicks. Deswegen ist es auch schwer, jemandem da zu vertrauen. Das stimmt. Es ist halt, gerade zu der Zeit mit TikTok und so, haben halt viele Leute gesehen, dass du ultra leicht Klicks machen kannst mit sowas. Das ist halt immer schwierig. But rather someone else's. According to her, someone had sent her the video with very little information. Now the video itself is pretty creepy. The person who sent it states that their sister-in-law was recording a video at a carnival in Africa. However, something very strange was caught on camera by the sister-in-law who shot this. It wasn't until later that she noticed what she had caught. Pay very close attention to this one, or you'll miss it. Ich habe eine gruselige Person im Hintergrund gesehen, aber ich weiß nicht, ob die das gemeint ist. Ist im Hintergrund war irgendwie so eine seltsame, das Haus wie Jesus, der da eben im Hintergrund stand. Ja, das sieht aus wie Jesus, aber ich glaube, da hat jemand so ein T-Shirt an mit Jesus. Aber das sieht irgendwie voll aus wie Jesus. Das wäre voll cool, wenn Jesus da im Hintergrund steht, weil er so ist. Ey, ist das ein Karneval? Fucking sick, der Karneval. Ja, hier so, da, dieses Gesicht. Das hätte ich jetzt als Jesus interpretiert. Es geht um Jesus! Es geht um Jesus! Jesus! Oh ey! Jesus! Oh ey! Jesus! Du bist wunderbar!
einfach Jesus, der sich in Karneval guckt. Ist Jesus. A faint image of what appears to be an apparition is caught on camera. Jesus! As you can imagine, the sister-in-law who shot this must have been left disturbed upon seeing this. But if there's one thing she's sure of, it's that this video still keeps her up at night. Oh, coole Musik! The following video was shot by Sierra Rose, who had paid a visit to an abandoned asylum. According to her, there was an overwhelming sensation of sadness and dread that she and her boyfriend felt while exploring the place. She also adds that they felt an intense energy surrounding them. The footage shot by Sierra might just prove that there was something there with them. This is what she caught. Gute Nacht, Schnecke. Aha, da hinten in der Tür irgendwie so ein Wesen. Hier immer so komisch, man sieht immer dieses Wesen dann kurz bevor sie sich umdrehen und dann drehen sie sich zurück und das Wesen ist weg. Häufig. Das finde ich halt immer so, ach, weiß nicht. Wenn ihr Jesus treffen würdet und ihr dürftet ihm eine Frage stellen, welche wäre es? Und egal, was ihr jetzt antwortet, er würde sie halt nicht verstehen, weil er spricht, glaube ich, nur Hebräisch. Das finde ich so seltsam, das gab es im Internet. Was wäre dir lieber? 500.000 Euro oder ein Abendessen mit Jesus? Habt ihr diese Sachen so auf Twitter gesehen? Ich würde safe die 500.000 Euro nehmen, weil ich könnte halt mit Jesus nicht reden. Weil ich spreche halt kein Hebräisch. Und dann würde ich da sitzen vor Jesus und bin dann so, weißt du, da sitze ich da vor Jesus und dann kommt der Kellner und ist dann so, und, was darfst du trinken? Und ich wäre so, scheiße, ist es doof, wenn ich ein Bier trinke? Darf ich ein Bier trinken? Ist es falsch, wenn ich ein Bier trinke? Und was machst du am Ende beim Bezahlen? Lade ich Jesus ein? Würde Jesus das unangenehm finden, wenn ich ihn einlade zum Essen? Das wären so viele Probleme und vor allem, du sitzt da die ganze Zeit. Ihr könnt nicht wirklich miteinander plaudern. Und was willst du ihn denn fragen? Gibt es Gott? Ja, okay. Und ich würde ihn ja nicht nur auf dieses Gottesding reduzieren wollen, weißt du? Ich würde ja mit Jesus auch so über, weiß ich nicht, wie ist es Tischler zu sein, ne? Wie war so dein, ne? Wie war es so das letzte Abendmahl? Lecker? Ich würde ja mit ihm auch ein normales Gespräch führen wollen. Ich glaube mit 500.000, ne, da habe ich weniger unangenehme Momente. Nee, Jesus ist ja nicht übernatürlich, dass er alle Sprachen spricht. Das Thema Judas würde ich sein lassen. Ja, das würde ich auch sein lassen. A shadow-like app. Also, wenn ihr mit Jesus ein Mittagessen hättet, würde ich auch nicht so, stellt euch mal vor, wie unangenehm das ist. Ihr habt ein Mittagessen gerade mit Jesus, ne? Das habt ihr euch ausgesucht, stellt 500.000 Euro. Und dann sitzt ihr da und dann sagt Jesus so, und mein Sohn, was ist so in deinem Leben? Und dann würde ich da sitzen und so, ach, ich habe in der letzten Zeit einfach nur recht viel Stress so um die Ohren. Aber ne, jeder hat ja sein eigenes Kreuz zu tragen. Oh, und da. Wisst ihr, dann. Das Fettnäpfchen würde ich niemals erwischen wollen. Das wäre mir zu, und da würde ich aufstehen und gehen. Deswegen, es gibt mir zu viele Gefahren, die ich da eintreffe. Weil es fände schon unangenehm, wenn ich irgendwie so euch auf die Füße treten würde. Aber stell euch mal vor, man tritt Jesus auf die Füße. Dafür wäre mir das zu wichtig, da hätte ich zu viel Angst vor. Ich erinnere mich an die Folge von den Simpsons, wo Homer im Himmel gekommen ist. Wo Homer in den Himmel gekommen ist, Tess, und nicht wo Homer im Himmel gekommen ist. Und Gott auf Jesus zeigt, der total geknickt auf der Schulter saß, seitdem er bei euch war und weiß, er so. Ja, es muss schon eine seltsame Zeit gewesen sein. Apparition is seen moving on camera. The figure moves from left to right before quickly disappearing. Sierra believes that a ghost was caught on camera. Viewers think so too. But as with most videos, it's not certain if that's the case. As always, I leave it to you to come up with your own conclusion on this footage. Rewatch the clip and see what you think. The following image was submitted by Tulsa Polk, who writes,
A really good friend of mine had sent me this photo, but I kinda wish they hadn't, because I can't stop thinking about it. The photo they sent me shows two friends who are posing in front of a camera. If you look really closely behind them, you will see the part of the picture that I can't stop thinking about. Here's the photo that was sent to Tulsa. Das kann halt auch wieder alles sein. Der beliebte Begriff Pareidolia zum Beispiel, ne? Oder die Leute hatten einfach eine Maske im Hintergrund und so. Das ist halt nichts. As with most images, diese Folge hatte viel nichts. Doesn't have much info, but it seems pretty obvious as to what's happening in the picture. However, I have no explanation for whatever this is. Dieses Video hatte sehr it's viel nichts. It's hard to make out what this is, but it seems that a bodiless head had been caught in the background. This might be due to pareidolia, but the more you look at it, the more it seems like an actual head. Es ist so ein gruseliges Horrorfratzengesicht, aber it's pretty creepy. Mehr auch if this nicht. Isn't the stuff of nightmares, then I don't know what is. Warum können Geister und Dämonen nicht sexy sein? Warum wisst ihr so irgendwelche, weiß ich, Sadako oder sonst was? Warum sind die nie sexy, diese richtigen Dämonen? Wahrscheinlich ist nie falsch. Wahrscheinlich nennt ihr mir jetzt gleich irgendwie so ein fucking Dämon, der unfassbar nice ist. Succubus ist doch genau das. Ich weiß nicht genau, was ein Succubus ist. Ist ein weiblicher, besonders schöner und lüsterner Dämon oder eine Buhlteufelin, der bzw. die sich einen Mann sucht, um mit ihm geschlechtlich zu verkehren. Ach Mensch. Das war's? Wo ist das Problem? Also macht die was Böses oder hat die nur Sex? Sie saugt damit die Lebenskraft aus. Na, wenn das alles ist.